Ja, läuft bei mir. Chefdienstlehrer am Start. Für all die Low Carb Freunde unter euch. Wir haben hier ein paar saftige Steaks, ein bisschen Schafkäse, Schafskäse, kriegt euch. Und ein paar Zwiebeln und so in der Pfanne. Das wird Weltklasse. Ein Traum. Dazu noch bombemäßige Musik und so. Überragend. Ach Gott, guck mal, wie das blubbert, ne? Dass mir hier noch die Kameralinse davon gespritzt wird. Wenn der Schafskäse hier so zerschmilzt, so gibt es noch eine richtig geile Soße. Käse-Zwiebelsoße oder was? Naja, läuft, kann man mal so machen. Und Fast hätte ich vergessen. Gesättigte Fettsäuren und so werden ja immer so verteufelt, aber ey. Guckt euch mal an, was eure Hormone gemacht haben und so. Guckt euch mal an, wo das Testosteron herkommt. This shit is anabolic as fuck. Once again. So check it out, try it out. Haut rein, gute. Let's rock this. Traumhafter Scheiß, guck mal, was ich hier wieder gezaubert habe, unglaublich. Die Soße hier ist ja eben Traum. Das ist richtig überragend hier. Guck mal hier, wunderschön. Das ist jetzt ungefähr die Hälfte von meinem ganzen Protein-Intake in einer Mahlzeit. Ich glaube bloß nicht so ein Mythos-Scheiß-Trick, wie das, dass ihr nicht mehr wie 20, 30 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit aufnehmen könnt, dass der Rest praktisch für den Arsch wäre. Stimmt alles gar nicht. Ihr könnt auch 200 Gramm auf einmal euch reinhauen, wenn ihr das runterkriegt. Ich meine, es wird ja auch nicht alles auf einmal verdaut, es wird ja nach und nach verdaut. Also kommen nach und nach so kleinere Portionen rein. Also wird es im Endeffekt alles verwertet. Egal, ob das auf 5 Mahlzeiten verteilt ist oder auf eine. Scheiß drauf. Lasst euch schmecken, haut rein. Peace.